Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Wir sind hier in Pfäffiken bei 4Car Concepts von Tesla an der Neueröffnung am 28. April. Und bei mir ist der Chef, der Robert Wittmer. Und erzählt uns jetzt etwas, wie näher ist dazu gekommen, so ein Geschäft aufzutun. Robert, wie lange gibt es die 4Car schon? Ja, hallo miteinander zuerst mal. Ja, das gibt es eigentlich schon lange. Ich mache das schon seit 1985, bin ich da schon mit dieser Idee fast auf die Welt gekommen, so ein Tuning-Center aufzumachen. Am Anfang natürlich war es der Golf, der mehrheitlich natürlich umgebaut worden ist von uns oder auch mit Zubehör ausgeliefert. Und dann hat sich das auch mit der Zeit sehr stark verändert. Okay, das sind über 30 Jahre, also du bist ein Vollprofi in dieser Szene, kann man sagen. Ja, ich habe einiges erlebt. Es sind viele Firmen mit uns natürlich aufgegangen. Auch viele Firmen haben die harte Zeit, die wir auch haben mit Internet und so weiter, haben es nicht geschafft. Wir haben es geschafft, dass wir einen guten und schönen Laden haben, der von Kunden sehr stark gesucht wird und auch natürlich mit Internet sehr populär sind. Stichwort Laden, da kommen wir später noch dazu, wenn wir den im Laden innen noch kurz drehen. Jetzt Tuning ist ja für viele Leute Motorentuning, noch ein bisschen mehr PS rausholen, aber das ist nicht Tuning allein, sondern wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, geht es ja auch um Tesla. Du tust vor allem Tesla-Tuning an mir. Da gibt es am Motor nichts zu tun. Also Tuning gehört, was gehört für dich dort noch dazu? Also Tuning hat für mich nie einen Inbegriff für mehr Leistung, sondern einfach das Auto veredeln. Das ist für mich eigentlich das Tuning. Ich verändere etwas am Auto. Und das ist schon immer eigentlich auch, als ich angefangen habe, ist nicht darum gegangen, das Auto schneller zu machen, sondern das Auto zu verändern, zu verschönern, die Farbe ändern, tiefer legen, nach Kundenwunsch das Auto so zu gestalten. Und da hat sich natürlich gerade auch bei Tesla hat sich in den letzten Jahren ergeben, dass wir da gesagt haben, wir wollen etwas auch für den Elektromarkt machen. Ja, das kommt jetzt natürlich gerade gelegen mit dem Modell 3 im Jahr. Ist für dich sicher auch noch ein Punkt, wo man sagt, jetzt wird so wahrscheinlich kommerziell interessanter, wenn wir noch mal bei den Modell X und S, die natürlich nicht die Marktdurchdringung noch haben. Ja, das ist und so. Das ist so. Aber wir haben mit Modell S haben wir eigentlich angefangen. Wir sehen da im Hintergrund, aber genau. wollen wir das mal ein bisschen anschauen? Ja, wir haben mit Modell S angefangen. Und zwar haben wir hier schöne Felgen drauf gemacht. Das ist ja eigentlich immer ein paar schöne Schuhe in dem Sinn am Auto. Und genau. Das verändert sofort eigentlich das ganze Bild von einem so einem Tesla. Obwohl der Tesla eine wunderschöne schnittige Form hat, haben wir gesagt, okay, wir wollen hier noch zusätzlich noch mit einer Spoilerung, also Frontspoiler, Seitenschwelle und hinten auch mit Heckdiffuser auch noch Akzent setzen, wo wir finden, wo auch das Auto mag verleiden. Aber natürlich ist immer alles Geschmackssache. Man kann es weglassen, man kann es hermachen, man kann die Farbe ändern. Für das sind wir da. Wir haben viele Leute, die das Chrom nicht so gefällt. Die sagen, das Chrom Delete, das ist ein Thema, glaube ich, das wir auch kurz angesprochen haben. Das sehen wir hier beim Modell 3. Ich glaube, das ist etwas, das hier ist gemacht wurde. Da sehen wir kein Chrom mehr. Chrom, wie sehen wir das? Ah, Delete. Chrom Delete ist ein Begriff, der sehr stark aufgekommen ist beim Modell 3. Und viele Kunden möchten da einfach eine Veränderung herbringen. Ein Auto, das weiss oder auch in dem Sinne schwarz ist, wird man kein Chrom mehr haben, sondern einfach noch ein anderes Style. Einen anderen Kontrast oder einen anderen Style herbringen. Und ich denke, das ist jetzt uns auch sehr gut geglückt mit dem Fahrzeug, das auch weiss ist. Und da kann man natürlich auch bei den Spiegel oder so kann man natürlich da sehr schöne Akzente setzen. Das sind jetzt Firmenfahrzeuge, die wir hier sehen. Ja. Also du tust nicht nur davon reden, sondern du fährst selber auch so ein Auto, dann weißt du, von was du redest. Ja, das ist so, ja. Das ist auch unsere Passion, dass wir natürlich die Autos, die wir auch bewerben, und dass wir dann natürlich auch die Fahrzeuge fahren.
weil es auch natürlich viele Kunden gibt, die sehr viel wissen, die sehr viel sich auskennen, auch jetzt gerade im Bereich Tesla. Und da wollen wir natürlich auch mitreden und auch Auskunft geben. Ganz genau, du kennst es auch von Tesla Club, die da dabei sind, dass sie heute noch ein bisschen, wenn wir so sagen, Freaks. Die haben wirklich ein tiefes, die meisten tiefes und profundes Know-how. Also, da musst du auf Augenhöhe können sein. Also gerade der Tesla Club Helvetia ist eine grosse Herausforderung. Die wissen sehr viel über die Autos. Und die sind aber auch immer sehr willkommen bei uns. Weil wir lernen nie aus in dem Elektrobereich. Das gegenseitiges Befruchten, genau. Quasi. Ja. Jetzt, du hast noch ein Projekt, ein Kundenprojekt, das im Moment ihr Arbeit ist. Mhm. Ich glaube auch bei einem Model 3. Was ist da speziell? Währenddem muss man zum Auto laufen. Also, das ist ein Auftrag von einem Kunden, den wir aufgenommen haben. Und er hat gesagt, er möchte ein einmaliges Auto haben. Er möchte ein Auto haben, das eigentlich niemand fahren kann, auch von der Farbe her. Und wir sind jetzt dran. Wir haben jetzt die Außenfolierung gemacht. Oder? Dann, was noch nicht fertig ist, ist die Tiefverlegung. Da kommen wir noch Unplugged-Federn dazu. Dann, was auch noch kommt, ist das Interieur, das wir noch verändern mit einem Satter von uns. Also das ist dann nachher dann ein komplettes Projekt, das wir also, für den Kunden machen. Also das Leder wird ersetzt durch ein anderes Leder, also Farbig oder Farbe? Er wird rote Akzente setzen, nicht das ganze Leder, aber er wird rote Akzente setzen im Fahrzeug und auch außen am Fahrzeug noch. Und der Kunde kommt heute Abend auch vorbei an der Eröffnung und dann möchte ich dann das Auto dann anschauen und dann möchte dann entscheiden, was er noch für Akzent möchte. Okay. Tieferlegen, was ist da möglich überhaupt jetzt bei diesem Model 3? Tieferlegung ist also möglich, ein... technisch möglich ist eins, ja. Und was ist noch erlaubt? Nein. Das sind wahrscheinlich nicht unbedingt identische Sachen. Also wir können stolz sein, haben wir einen starken Partner im Rücken, das ist die Firma Unplugged in Amerika. Und er ist einer der bekanntesten Tuner im Bereich Tesla, der auch eine grosse Erfahrung hat. Er redet natürlich viel von dynamischen Federungen, von den Federarten, die er auch einstellen für jegliche Fahrzeugvariante. Also die Performance ist anders als an den Dual-Rate-Fahrzeugen. Da haben wir dort Komfort oder Sport oder dann sogar Super-Performance-Federn. Und die können wir auch zertifizieren. Also das heisst, wir können dort auch Zertifikate für die Schweiz ausstellen. Okay. Und das ist auch alles legal, die Sache. Alles legal, richtig. Und eben, was kann man sagen, wie viel macht das ungefähr aus? Was kann man ausholen? Das ist für Teil, ist das noch der Komfort, interessant? Komfortfederung ist zum Beispiel 15 mm und Sportfederung ist bis 35 mm. Und auch beim Performance-Modell können wir dort mit der Super-Performance-Federung von Unplugged etwa auch 35 mm. Okay. Ja, spannende Sache, denkt es mir. Ich glaube, für einen Moment haben wir die Fahrzeuge gesehen. Und wir sehen uns nachher drinnen noch, wenn wir das Ladengeschäft noch miteinander anschauen. Bleiben dran. Okay. So, dann sind wir jetzt im Geschäft im neuen Umbauten. Der Robert ist auch wieder bei mir. Dann sehen wir so einen Eindruck, wie das aussieht. Das ist jetzt heute eine neue Eröffnung oder die Wiedereröffnung, wie es wahrscheinlich viel mehr der richtige Ausdruck. Wann ist es fertig geworden? Also wir haben im Februar angefangen, dieses Jahr, den Laden komplett umzubauen, weil wir unbedingt wollten Tesla einen Platz geben, also für Tesla-Kunden. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir einen Shop-in-Shop machen bei uns hier im Metzelpark. Und bei der Firma Forecar ein Forecar-Konzept Lager zu eröffnen. Speziell für Tesla. Und da haben wir auch integriert verschiedene Bereiche, also mit weiteren Zubehör, die wir präsentieren. Also es sind so Schlüsselanhänger und Schlüsselanhänger oder Pedalset oder auch die Dashcam habe ich gesehen, hat es genau, Und da haben wir natürlich auch Bereiche, wo wir, wenn wir Montagen machen für den Kunden, wo er sich auch kann erholen bzw. kann warten, bis wir die Montage fertig haben, dann kann er seine Arbeiten erledigen, wenn wir dann das Auto dann umbauen. Weil natürlich dann teilweise Federn montieren, das auch Zeit beansprucht. Oder dann auch eine gewisse Felgenmontage, wo wir auch eine Stunde oder zwei einrechnen, mit Auswuchten. Okay, jetzt wenn wir da langsam so ein bisschen runtergehen, was ist hier in diesem Bereich drin? Das
finden. Also hier haben wir dann den Bereich, wo wir unsere Felgen präsentieren. Das ist wirklich rein Tesla-spezifisch? Das sind rein Tesla-spezifisch, und zwar auch sind das Felgen von der Firma T-Sportline. Die sich jetzt im Bereich Tesla schon mal nach Zubehör gesucht haben, die haben sicher mal T-Sportline gehört oder Unplugged zum Beispiel. Und da, die sind auch speziell für Tesla hergestellt, auch für die Performance, die eine andere kleine Modifikation haben auf den Abend wie die anderen Modelle. Und die passen das alle auf die Tesla. Aber natürlich haben wir in unserem ganzen Laden noch viel mehr andere Felgen. Dort geht es nur um die Traglast, oder? Weil der Tesla ein schweres Auto ist, können wir aber auch andere Felgen verwenden. Da muss eben die Traglast übereinstimmen. Die sind speziell noch für Tesla. Das ist jetzt quasi, die sind schon typenprüft und zugelassen. Genau, richtig. Das ist ein amerikanischer Hersteller. Das ist ein amerikanischer Hersteller, der die Felgen... Unplugged, da haben wir noch ein Bild von einem Model 3. He? Unplugged ist natürlich sehr bekannt in dieser Szene. Er ist einer von den ersten und bekanntesten, der Zubehör für Tesla angeboten hat, auch mit Felgen. Er geht ja auch auf die Rennstrecke und hat auch sehr bekannte Federarten, also verschiedene Federn, die er macht. Und das ist auch Unplugged, wo uns ja die Vertretung überlassen hat für die Schweiz. Also eine offizielle Vertretung, genau, die ihr da habt, bei Forcar. Was haben wir hier noch? Jetzt noch sonst noch ein paar Sachen. Ja, wir haben Informationen. Informationsbildschirm. Wir haben dann hier auch noch. Das Carbon natürlich auch immer sehr wichtig ist im Bereich Tesla. Weil da kann man auch das Interieur verändern mit dem Carbon, ja. Dass es ein bisschen ein Rennsport-Feeling gibt, auch in diesen Fahrzeugen. Es gibt echt Tesla-Lenkräder, einfach mit Carbon produziert. Das sind echte Lenkräder, die sind auch so zugelassen. Oder auch Inserts für Original-Tesla-Lenkräder, kann man so Inserts haben, entweder matt oder im Carbon-Glanz. Also das ist auch so ein Thema, das wir aufgenommen haben für den Tesla. Ja, ich sehe da sehr interessante Themen. Jetzt sind wahrscheinlich noch die Hoffnung, dass möglichst viel von diesen Tesla-Fans von dem mitbekommen und fleissig hier vorbeikommen. Okay, ich danke auch vielmals und fürs Zuschauen und hoffentlich bald bei uns im Burka Concept Shop im Pfäffig. Ciao zusammen! Okay.